Hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Die tägliche oder fast tägliche Dosis zu Suicide Squad Killer Justice League. Es geht weiter, aber ich habe heute hervorragende News für euch dabei. Es wird nämlich nochmal einer draufgesetzt. Danke schon mal an Seymour, der mir das zugeschickt hat. Ich werde es euch im Video gleich präsentieren, was ich meine. Davor gucken wir uns aber an, was bisher an News gekommen ist. Wie läuft es momentan ab mit Suicide Squad? Wie wird das ganze Game angenommen, aufgenommen in der Community, bei Twitter, Metacritic und so weiter. Gucken wir rein. Bevor wir mit dem Video beginnen, eine kurze, aber wichtige Anmerkung. Am 9. Februar 2024, also am Freitag, werde ich eine Standard-Edition für den PC von Suicide Squad Kill the Justice League verlosen, inklusive dem Vorbesteller-Bonus. Gesponsert wird mir das Ganze von Green Man Gaming, den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Die haben mir diesen Key zur Verfügung gestellt, um es zu verlosen. Die haben momentan eine 18% Rabattaktion auf das Game und ich kann diesen Shop nur empfehlen. Ich habe selber schon häufig dort bestellt und sehr gute Erfahrungen gemacht. Mehr zu diesem Gewinnspiel, was ihr dafür tun müsst, das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung im Link bei mir auf dem Blog. Also, ich drücke euch die Daumen und viel Glück. Hier habe ich einen ganz lustigen Post gefunden in der Suicide Squad Kill Justice League Community, die mir auf Twitter haben. Hier Good Combat, Good Story, Flash is too fast. Aber sie haben keinen Review-Code bekommen, deswegen 5 Punkte von IGN. Ist eigentlich ganz interessant, lustig schon fast, was sie hier gesagt haben, finde ich bei diesem Fazit. Also Suicide Squad Kill Justice League ist repetitiv und ein ja roher Looter-Shooter. Nichts Besonderes, despite an engaging story, also die Story ist anscheinend toll, also das mal ausgeklammert, und never stays fun for long enough, bleibt nicht lang genug lustig und spaßig, engaging mission design is nearly non-existent, also es gibt kein irgendwie besonderes, tolles, spaßiges Missionsdesign, the Loot-Shooter Mechanics are tired and dull, also langweilige, dumme Loot-Shooter-Mechaniken, die drin sind im Game, and the grotesquely repetitive post-game leaves little to nothing to do of interest. Und im Review selbst haben sie eigentlich noch ein paar Dinge gelobt, die man eigentlich bei einem Loot-Shooter als sehr wichtig empfinden sollte. Trotzdem hat es halt 5 Punkte bekommen von IGN. Gut, lassen wir das mal sinken und gucken mal nochmal rein, was haben wir denn heute als Update. Also heute, wo ich das Video mache, es kommt wahrscheinlich einen Tag später raus, am 4.2. heute ist es. Um 10 Uhr haben wir mittlerweile 2000 Rezensionen und 85% davon sind positiv. Also hier ein sehr positiv Fazit auf Steam. Das sollte man doch dann auch sinken lassen. Es kommt aber heute im Video noch viel dicker als das. Und das fand ich mega. Bevor wir das aber angucken, ganz kurz nochmal auf Metacritic. Einfach ein Update für euch. Wir haben hier Mixed Reviews, 62 Punkte. Jetzt ganz krass, hat mich brutalst nochmal gewundert, jetzt doch an der Stelle. Wobei eigentlich, warum sollte es einen jetzt noch wundern? 4,3 von den Usern, wahrscheinlich von einem Großteil der User, die das Spiel gar nicht gespielt haben. Bei den User Reviews, also alle Plattformen bei Metacritic, haben wir insgesamt einen Durchschnitt von 4,3 von 10. Aber was wir halt ganz krass hier beobachten können, ist, dass wir hier, also ich habe es zumindest jetzt beim Durchscrollen gesehen, also dann 0, hier wieder 0, dann natürlich als Gegengewicht eine 10, 0, 0, 1, 0, 0. Also Leute hassen das Game bis auf die Knochen und werten es einfach auf 0 runter, anstatt mal irgendwie mal was Positives, was Negatives zu sagen und dann zu sagen, ja gut, vielleicht wenigstens eine 3, wenn du es nicht magst, oder wenigstens eine 2, aber wirklich 0, so absolut No-Go, ist schon brutal, was hier entgegenschlägt. 1, 1, also man sieht hier kaum was Ausgewogenes wie eine 5 zum Beispiel mal. Sowas würde ich mal besser finden, das häufiger zu sehen. Einfach mal ein bisschen eine Waage zu halten und ein bisschen realistisch zu bleiben. Dem Game eine 0 zu geben, finde ich ehrlich gesagt völlig unbegründet. Also ich kann es beim besten Willen nicht ausmalen, wie man dem Game jetzt wirklich 0 Punkte geben kann. Also es wäre ja so, als ob das Game komplett kaputt ist und komplett buggy und komplett unspielbar und täuschend und was weiß ich was wäre. Aber ihr seht es einfach, was hier abgeht, also wie krass das Spiel von manchen irgendwie als Massenbewegung gehatet wird. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Wir gehen aber kurz rüber und gucken uns noch die Critic Reviews an, also von Magazinen, was jetzt da rausgekommen ist. Hier haben wir jetzt Mixed or Average. VGC haben wir schon angeguckt. Vandal hat 79, Multiplayer IT, Hobby Consolers.
Also jetzt keine großen Namen, die man hier findet, die jetzt positiv gewertet haben, wie man sieht. Und hier haben wir wenigstens ein bisschen was Ausgewogenes, sag ich mal so. Ja, hat sich jetzt nicht ganz nach unten bewegt, aber ja gut, das hatten wir auch schon mal hier mit 40. Und dann den Rest müssen wir noch gucken, wie sich das noch weiterentwickelt im Laufe der Zeit. Allerdings haben wir jetzt ja schon sehen können, GameStar hat ja auch nicht besonders positiv drauf reagiert. Jetzt aber, Leute, das ist eigentlich einer von den großen Gründen, warum ich dieses Video heute mache. Seymour hat mir diesen Screenshot zugeschickt, auf PlayStation ist es. Und er hat mir gesagt, ja, hier können nur User bewerten, die das Spiel auch gekauft haben, ja. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Und was seht ihr hier? Ja, fast 2000 Bewertungen und es hat 4,52 von 5, glaube ich, von 5, ja. Wunderbar. Also ihr seht, die Leute haben wirklich Spaß dran. Hier haben wir auch fast 2000 Leute, die es gezockt haben und wirklich Spaß haben. Und auf dem Kanal häufen sich immer mehr die Kommentare hier bei mir auch, wo Leute sich zurückmelden, dass sie das Spiel dann doch mal geholt haben. Und jetzt riesig Spaß dran haben im Game. Für mich eine wahre Freude, das zu sehen. Und deswegen persönlich, ich bin sehr positiv gestimmt, dass sich das Spiel auf lange Sicht durchsetzen wird. Einfach weil die Leute, die spielen, haben Spaß dran. Die Leute, die sich dran wagen an das Game, finden den Spaß, haben die Freude dran. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was dieses Spiel jetzt einfach braucht. Aktive Spieler, Leute, die die Botschaft verbreiten von ihrer eigenen Perspektive aus. Und dann wird sich ein gutes Game, glaube ich, auch im Endeffekt doch durchsetzen. Und was gut ist für den einen, muss nicht gut für den anderen sein. Aber ein spaßiges Game, was manchen Leuten Spaß macht, das findet irgendwie seine Zielgruppe und wird sich dann auch in dieser Zielgruppe durchsetzen. Deswegen bleibt natürlich bei mir dran, hier beim Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Und beim Gewinnspiel natürlich bis zum Freitag nächste Woche, also am 9. Februar, teilnehmen, falls ihr Suicide Squad Killer Justice League in der Standard-Edition für den PC haben möchtet. Vielleicht sehen wir uns ja mal in einem Stream oder in einem anderen Video von mir bald wieder. Danke fürs Einschalten und viel Spaß weiterhin. Ciao und macht's gut.